Und die Spielregeln sind eben der Fraktionsvorsitzende, natürlich in der Co-Produktion mit den Regierungsverantwortlichen, mit der Kanzlerin oder dem Vizekanzler oder wer auch immer, die sagen, was gemacht wird, dann wird diskutiert, manchmal schafft man irgendwo eine kleine Abweichung, aber im Endeffekt wird es dann so gemacht. Da gibt es Bequemlichkeit eine Rolle, weil es natürlich viel einfacher ist, das zu machen, wie es vorgegeben wird. Karriere spielt eine große Rolle, weil wenn man noch irgendwas werden will in der Fraktion, dann muss man mitmachen. Hat man dreimal gegen die Fraktion gestimmt, ist man auf einer roten Liste. Dann kriegt man noch keine Posten mehr. Und es geht noch weiter. Ich bin nun mal in der guten Lage, dass ich einen Wahlkreis habe. Erstens, der ein bisschen renitent ist von der Basis her. Also ich würde nicht sagen, wir sind Gallien, aber so ein bisschen stimmt das. Und ich habe einen Wahlkreis, den ich gewinnen kann direkt. Das heißt, auf die Landesliste bin ich nicht angewiesen. Wäre ich darauf angewiesen, wäre ich schon bestimmt, spätestens nach dem zweiten Mal nicht mehr gewählt worden. Das heißt, viele sind über die Landesliste angewiesen und deswegen haben sie per se Angst da. Und das wird auch gleich sozusagen, kommt auch relativ schnell die Androhung, dass sie da nicht mehr aufgestellt werden. Und das passiert auch so. Abgestrafte Abgeordnete gibt es wie Sand am Meer.